Ein Hallo und ein herzlich willkommen zurück zu The Blob. Im heutigen Part besuchen wir das Geschäftsviertel. Und zwar das Geschäftsviertel, genau. Wir haben die Musik hier unaufhaltsam und gerecht ist gesperrt und wir könnten funkig und glücklich noch nehmen. Oder zufällig. Wir bleiben natürlich bei der Musik, die hier für das Level gedacht ist. Es ist ein schöner Tag in der grauen Stadt. Die Polizisten reden miteinander, um die Stadt zu sichern. Wir sehen, die Arbeit läuft prima. Alle erfüllen ihre Aufgaben. Licht an, Licht aus. Es ist ein stetiger Kreislauf des Lebens. Der Frank, dem fällt auf einmal auf, es ist langweilig. Und nun lässt er Spaß machen. Es ist wie in einem Traum. Er ist wieder daheim, in der schönen bunten Welt. Auf einer einsamen Insel. Was Besseres kann es gar nicht geben. Und das WTF. Hä? Frank ist wieder einsam. Und der Polizist macht jetzt seine Aufgabe. So, also. Ich bin ja so grau. Für das Volk. Für Baudien. Lass die Farbrebellion beginnen. Oh, das Geschäftsviertel ist das Nervenzentrum der Inkwirtschaft. Komm, wir färben sie rot. Nicht so schnell. Leute, wir bekommen Gesellschaft. Unerlaubte Farbe in Sektor 11B entdeckt. Ja, es geht los. Wieder starten wir irgendwo in der Welt. Wir sind der Blob. Jo, ey. Mann, ey. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Blob. Ich bin Biff. Ich bin fast für eine Giftdatei. Ich bin nur Biff. Ich sorge im Farbuntergrund für den Muskelschmalz. Wir haben so lange auf einen Helden gewartet, der den Spieß umdreht und Ink die Hölle heiß macht. Ich werde dir jetzt zeigen, wie man zurückschlägt. Ich habe, glaube ich, die Intros ausgeschaltet, ne? Das sind Tintis, Blob. Ja, die sollten wir trotzdem lesen. Ist sehr wichtig. Sie wollen den Grauling-Flüchtling zusammenschlagen. Voll die miesen Arschlöcher. Pass auf, ich zeig dir, wie du sie zerstampfst. Ja, das ist nämlich jetzt... Also, wir brauchen Farbe. Ich glaube, Farbe macht auf uns aufmerksam, wie ihr seht. Wenn wir jetzt farblos sind, wie zum Beispiel in dem Fall jetzt, lassen wir uns, soweit ich das weiß, in Ruhe. Oh ne, ne, ich lass mich nicht in Ruhe. Hau ab! Okay, wir müssen sie anvisieren und angreifen. Wir verschwenden jedes Mal einen Punkt dafür, um halt diese Leute zu töten. So. Und haben einen Zivilisten gerettet. So läuft das halt alles hier ab. Halt, jetzt in diesem Level, also in dem zweiten Level, kommen jetzt also noch Gegner hinzu. Das macht die Sache natürlich noch ein bisschen anders. Später werden wir noch merken, was für andere Gegner noch vorkommen. Ja, wartet jetzt erstmal ab. Das kann man nicht genauer sagen, was los ist. Jetzt fürs Erste. Warum wurden eigentlich die Bäume erst orange? Ich verstehe es nicht. Jetzt fürs Erste sind das erstmal leichte Gegner. Das ist kein großes Ding. So. Wir kümmern uns auch mal direkt um alle Aufgaben. Übrigens, die Musik ist natürlich jetzt in diesem Level ganz anders, weil wir sie ausgesucht haben, welche Musik das ist. Das ist eine sehr coole Idee eigentlich, die Musik immer wechseln zu können, nach dem, was man haben will. So, Arti, was ist denn? Ja, wir werden das Geschäftsviertel von Grund auf transformieren. Ink nutzt diese Boote, um unsere Gewässerpatrouille zu fahren. Färbe sie alle in einem herrlichen Blau. Das sollte diese Tintis versenken. Ja, verschrecken wollte ich jetzt sagen. So. Ich sollte vielleicht das Zeichen mitnehmen. Gibt nämlich 1000 Punkte. Nein, ich will nicht ins Wasser. Jetzt bin ich wieder... Oh nein, jetzt bin ich... Dankeschön. Nicht, dass ich am Ende dann noch weit drauf gehe, nur weil irgendwie die Farbe, beziehungsweise mein Nunchuck scheiße baut. Kann ja auch vorkommen. Ja, ich habe mir, auch wenn ich es schon seit Ewigkeiten erwähne, ich habe mir immer noch keinen neuen Nunchuck gekauft. Oh Mann, das ist wohl eine neue Fernbedienung direkt. Ja, hätte ich ja auch mal machen können, aber irgendwie, na, ich habe keine Lust momentan. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal in der Nähe vom Mediamarkt bin, oh, morgen vielleicht, schon morgen ist Samstag, morgen geht mein Urlaub, gehe ich mir, glaube ich, direkt eine neue Fernbedienung und alles kaufen. Das wird dann richtig lustig. So, na, mein kleiner Freund, ich habe dich gerettet. Oh, da, übrigens mag ich sein Grinsen nicht vom Blob, ne? Das ist eins der gruseligsten Sachen, die es hier gibt. Schaut euch das mal an, wenn es gleich kommt wieder. So, Gebiet Nummer 1.2.
Das ist das Geschäftsviertel, Blob. Früher war das mal ein Ort voller Musik und Spaß. Jetzt kontrolliert Inkt von hier aus die Banken und Finanzgeschäfte. Oh je, Mine. Wir sehen. Ein schönes Viertel übrigens. So. Bowling-Musiker wurden gezwungen, Grauling-Buchhalter zu werden. WTF. Verletzungsbrecher. So, und hier ist der Weg zum nächsten Tor. Also hier geht es erst später weiter. Wir brauchen erstmal eine gewisse Punktzahl. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Punkte genau. Ich weiß nur eine gewisse Punktzahl. So, ein Muster von 13. Übrigens nebenbei, nur so als kleine Info, hier steht echt nichts von einem Zeppelin. Ne? Hier ist auch ein Zeppelin, das weiß ich sogar. So, und wir haben natürlich eine kleine Änderung. Mehr Aufgaben, mehr Baulinge, weniger Bäume. Ja, Farben, Wahrzeichen. Wir haben 7 Wahrzeichen mehr und 23 Schlagtafeln. Also, wir haben auf jeden Fall ein größeres Level vor uns. Und deswegen wundert euch nicht, wenn wir hier in diesem Level jetzt mal ausnahmsweise vielleicht schon 3 Parts drin sitzen. Das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil die Level werden echt gigantisch groß. So, ich habe mir auch überlegt, wir nutzen die Chance ein bisschen, um uns ja ein bisschen voranzuarbeiten. Und zwar mit der Strategie, dass wir einfach mal die Aufgaben nur erfüllen. Und solange wir die Aufgaben erfüllen, einfach mal alles andere stehen und liegen zu lassen. Also ich wollte eigentlich die Aufgabe jetzt direkt machen, aber ich habe erstmal angefangen, hier ein bisschen einzufärben. So, komischer brauner Typ. Als Ink die Macht übernahm, belegten sie alle Formen der Unterhaltung mit 100% Steuern. Trifft das Inks Finanzamt mit 50 lila Punkten. Los geht's. Oh Gott, wie viele Punkte haben wir überhaupt? Oh, wir haben schon 69, okay. Ah, wir sind schon lila. Das ist praktisch. Ja, das ist praktisch. So, dann können wir uns auch mal direkt die Farbe opfern. Die haben wir ja zum Glück. Auch wenn das wehtut halbwegs. Ich meine, ihr müsst mal überlegen. Ihr opfert euer Blut, um irgendwas anzumalen. So, das Finanzamt ist wieder... Keine Ahnung. Mehr Finanzamt, keine Ahnung, ist eher so eine Musikhalle. So. Ich glaube, hier laufen auch noch ein paar Soldaten rum. Wenn ich mich recht entsinne. Übrigens, wie wir hier überall sehen, sind diese Inkzeichen drauf. Bedeutet also, man hat nicht lange gefackelt und direkt gesagt, komm, das ist jetzt unser Eigentum. Und ja, ich krieg jetzt nichts mehr ab. Wir machen überall ein Zeichen drauf. Es ändert sich später natürlich alles noch. So, das Gebiet hier vor der Straße ist ziemlich groß. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Es ist nicht unbedingt so ein kleines Gebiet. Aber das macht doch nichts. So, natürlich kriegen wir erstmal 30 Bonussekunden, dass wir Gegner getötet haben. Echt komisch, dass wir für Gegner weniger Punkte kriegen als für die Graulinge. Weil die Gegner sind ja eine größere Gefahr als die Graulinge. Wenn die Gegner uns einmal treffen, verlieren wir, glaube ich, ein bisschen an Farbe. Könnte sogar sein, dass wir zu Tinte werden. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube, es kommen später noch Leute, die mit Tinte angreifen. Deswegen sage ich das jetzt gerade so. Und nun ja, das macht uns dann Schaden. Das ist dann in dem Fall nicht gut unbedingt. So. Ich kann momentan niemanden sehen. Aber ich habe gerade irgendwas anvisiert. Wohl doch nur getäuscht. Oder vielleicht den hier. Das kann sein. So, da oben ist eine Kampfaufgabe. Übrigens kann man hier genau erkennen, was für eine Aufgabe welche Aufgabe ist. Meistens sind die braunen Aufgaben mit den alten Sachsen, das die Aufgaben, die ja, diese komischen Wahrzeichen besitzt. Grün ist mal ein Gebiet an. Orange ist Schlägerei und blau muss ich gleich nochmal gucken. Die Shops in diesem Block waren früher voll mit angesagter Mode. Jetzt verkaufen sie nichts anderes als graue Hosen, graue Hemden und graue Krawatten. Ah, jetzt verkaufen... Ja, habe ich doch gerade. Färbe den Block komplett rot und gib uns unsere Stil... Ja, ist... Rot ist auch die passende Farbe dazu. Ich muss das nur ein bisschen rot finden. Ja, komm. Oh Gott, wie viel... Alter, 21 Gebäude. Dass wir dafür nur eine Minute Zeit haben, ist echt krank, ne? So. Müssen wir auch mal gucken, dass wir hier irgendwo raufkommen. Nicht, dass wir am Ende hier sitzen und kommen da oben nicht hin und versauen die Aufgabe. Wäre natürlich auch nicht gut, ne? Ich meine, bisher haben wir noch keine Aufgabe versaut, aber ich meine, das heißt ja nicht, dass wir jetzt damit anfangen müssen. So, war auf jeden Fall noch kein Problem. So, was haben wir freigeschaltet? Neue Aufgaben! Yay!
Ja, wir kriegen ein Signal, wenn wir neue Aufgaben. Meistens liegt es daran, dass wir eine alte Aufgabe fertig gemacht haben, dann kriegen wir eine neue Aufgabe. Aber ansonsten. Ja. Kommen wir später genau zu. So, wir haben 10 Minuten 23. Noch hätten wir 10 Minuten 23. Aber ich glaube, das wird sich gleich eh noch ziemlich stark ändern. Und wo sind jetzt diese Leute-Dingen? So. Jetzt ist natürlich egal, wie wir es anmalen, weil jetzt ist die Aufgabe erledigt und ja. Ihr wisst, was ich meine. So, was waren nochmal die blauen Aufgaben? Schön, dich wiederzusehen, Blob. Ich werde vorgehen und dir den besten Weg an Inkt vorbei zeigen. Biff behält die Tintis am Stadtplatz im Auge. Ich habe einige Signalmarkierungen gesetzt, die dir den Weg zeigen werden. Begib dich so schnell wie möglich dorthin. Inkt weiß nicht, dass wir kommen. Ach so, das waren, glaube ich, Zeitrennen mit dem blauen. Oh mein Gott. Hä? Was ist das denn für ein Zeitrennen? Ach, der führt uns einfach nur hier hin. Okay. Das war jetzt auch wirklich schwer. So, Blob, kannst du das stampfen? Warte mal, das hast du ja schon längst. Okay, das war hier wohl auch eine Aufgabe, die wir direkt erfüllt haben. Okay, ja, das kann manchmal sein, dass wir Aufgaben nebenbei schon erfüllen. Liegt daran, dass, ja, die Aufgaben direkt die Aufgaben sind. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Arti, lass uns die Geschäftsstätte an der Arbeit gehen, Blob. Der Gebäudeblock hinter mir ist eine Inkt-Schreibzentrale. Ich weiß noch nicht, als es eine Reihe Cafés... Was? Ich weiß es noch nicht. Ja, toll. Ich weiß noch, als es eine Reihe Cafés und Schönheitssalons waren. Färbe jedes Gebäude in diesem Block gelb und bring uns die guten alten Zeiten zurück, Blob. Ja, machen wir auf jeden Fall. Noch sind die Aufgaben ja einfach. Und wir können froh sein, dass wir hier echt gelb haben. So. Warum ist denn das eine jetzt wieder blau gegangen? Ich verstehe das manchmal echt nicht. Hier, das Stück hier. Warum ist das beim ersten Mal blau gegangen? Hm, komisch. So. In diesen beiden Blocks gab es früher Musik und Disco-Bar. Ja, Musikbars und Disco. Jetzt hört man nur noch das Trippeln von Graulingen, die an Addiermaschinen gekettet sind. Bring die Musikzähne zurück, Blob, und färbe die Gebäude grün. Da haben wir sogar ein bisschen mehr Zeit. So. Oh, wir haben auch 24 Gebäude, die wir färben müssen, also... Nicht unbedingt wenig. Ich häng fest. Übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, The Blob, Spielsjahr von 2010, hat übrigens eine sehr lustige Entstehungsgeschichte. Ach, da ist das Tor freigeschaltet, okay. Nämlich folgendermaßen, dass ich, soweit ich das richtig verstanden habe, dann gab es da mal eine Gruppe von Studenten, die haben sich, eine Idee gemacht mit diesem Spiel halt, mit dieser Spielweise. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, ja. Ich meine, hallo, Studenten. Und das wurde natürlich am Ende von, wie heißen sie jetzt, THQ aufgekauft. Schade eigentlich, weil, obwohl, andererseits ziemlich gut, weil THQ war ja damals noch ziemlich, groß. Die sind ja, haben sich ja irgendwie aufgelöst, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so kam halt das Spiel zur Welt, sag ich mal dazu. Ich glaube, diese Gruppe, die Studenten, ist nämlich das, was im Intro auch vorkommt, dieses Blue Inq, irgendwie so. Auf jeden Fall. So, das wäre geschafft. War kein großes Ding. Yeah! Auf jeden Fall, schöne Idee. Also, ich kann immer wieder nur sagen, dass dieses Spielschema mir sehr gefällt. Weil es ist auch ein cooles Schema eigentlich. Ah, und der Transformator ist eigentlich fertig. Das freut mich doch. Dann können wir jetzt hier direkt auch den mal aktivieren. Nein, den da. So. Schon haben wir wieder einen sehr schönen Platz wieder. Voller Farbe und voller Wiesen und voller Musik. Und 25% schon eingefärbt. Um Anschlag auf das Geschäftsviertel zielt darauf... Was? Unser Anschlag auf das Geschäftsviertel zielt darauf ab, Inkt dort zu treffen, wo es weh tut. Das ist ihre wirtschaftliche Hochburg. Die Inktbank. Zahl etwas ein, dass sie so schnell nicht vergessen werden. 50 rote Farbpunkte. Gott. Der Typ, der daneben tanzt, der macht mich gerade ein bisschen, ja, aggressiv. So, übrigens gefällt mir das Logo, was da drauf ist, ne, auf dieser Bank. Egal, jetzt ist es weg. So. Damit wäre die Aufgabe auch geschafft. Mit dem ersten Mal. Also die Aufgaben sind natürlich jetzt nicht alle so schwer. Es wird später wirklich noch ein bisschen schwerer. Und dann werden wir auch ein paar Leben bestimmt oder ein paar Chancen versieben. Ihr werdet jetzt sehen, was ich da meine. So. Da war noch eine weitere Aufgabe. Ich habe das vorhin schon gesehen. Müssen wir nebenbei auf die Zeit achten. So,
Bitte färbe den Propagandaturm mit 30 blauen Farbpunkten. Bring sein grässliches Tinti-Gedröhne zum Schweigen. Okay. Ich find's übrigens interessant, wo die alle immer hingehen, weil die verschwinden irgendwie im Boden. Und wo ist jetzt dieser Propagandaturm-Eingang? Ist der hier oben? Ah, da. So. Ja, yeah, und schon ist das ein Mikrofon, okay. Ja, yeah, jetzt geht da keine Propaganda mehr raus, jetzt geht da Propaganda rein, oder wie? Ja, yeah, cool, wir haben es geschafft auf jeden Fall. So. Und schon in Alter. Das ist schon der zweite Transformator. Das ging aber jetzt schnell, ne? Wir haben gerade erstmal den ersten aktiviert. Also, ah. Oh. Ganz viel Farbe machen auf jeden Fall. Ja, wir machen ganz viel Liebe mit Farbe. Oder so ähnlich. Wir kommen aber, ich muss zugeben, nicht schnell voran gerade. Natürlich, das Level ist noch groß. Ich habe ja gesagt, drei Parts, aber muss ja nicht heißen, dass wir wirklich drei Parts hier drin rumgammeln. Sondern, dass wir ein bisschen mal Vollgas, sage ich schon, doch ein bisschen Gas geben, ne? Ein bisschen Gas wäre wenigstens angebracht. Auf jeden Fall da, wo wir noch nicht waren, mal kurz lang zu gehen. Damit das auf jeden Fall schon mal angemalt ist. So, Alter, was für eine Häuserreihe hier ist. Das ist schon krank. Und hier stehen sie auch noch rum. Das ist sehr freundlich. Hallo, ihr da hinten. Alter, wie viel denn hier auch ist, ey. Wir sind fast... Alter, jetzt haben wir auch noch Graulinge befreit. Bestimmt irgendwo da hinten. Gut, die sind ja nicht so weit weg. So. Und wir sind echt schon 8 Minuten 10 wieder drüber. Das ist echt nett. So, was willst du denn von mir? Dieser Propagandaturm verpestet die Luft mit dämlichen Reden. Als es noch ein Bowling-Funkturm war, haben wir coole Musik darüber gehört. Blob, leg die Stadt mit gelben Farbpunkten um. 30 an der Anzahl. Yeah, Mann, hier, ich bin der Babbo. Wir haben... Oh, traurig, wir haben nur... Ah, wir haben 30. Aber... Ja, wir werden jetzt ziemlich schwach sein. Und ziemlich nah am Zerploppen. Das kann vielleicht am Ende noch gefährlich werden. Und ich glaube, wir sind jetzt auch ziemlich klein. Aber schaut an, wie süß wir sind. Voll der süße Typ sind wir jetzt. Jetzt lassen wir uns erstmal lieber ein bisschen wieder mit Farbe füllen. Am Ende zerfallen wir wirklich noch. Das wäre nicht gut. Ich werde es jetzt auch nochmal am Ende des Parts machen. Ich werde mich jetzt von so einem Typen treffen lassen. Wir wissen, wie viel wir genau verlieren. Aber ich sollte wirklich erstmal ein bisschen Farbe jetzt gleich dazu sammeln. Weil, ja. Mann, mach doch mal hinne. Ich will da rauf. Ich will da rauf und dann... Danke. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee, wenn man da drauf kommt. Das ist manchmal echt angenehm. Dieses, hey, du kannst etwas anvisieren und dann kommst du da drauf. So, da habe ich einen vergessen. Danke. Oh, wir haben... Wir kommen echt nur schleppend voran, ne? Ich habe so ein Gefühl, wir kommen gar nicht erst voran. Von hier hinten kommen wir gar nicht da drauf. Ach, da haben wir aber eh so einen komischen Teil drauf. Da können wir das mal anvisieren. Ah, willst du wohl? Er will das... Sag mal, jetzt nicht, das ist zu hoch. Danke. Denn wir brauchen ja dieses Muster hier noch. So, ich will jetzt einmal kurz ein bisschen Farbe sammeln. Nur so, um sicher zu gehen. Wenn wir jetzt kurz mal da hochgehen und gucken noch an, was ja, diese Typen machen, wenn sie uns treffen. Ach, da müssen wir gleich auch noch runter, ne? Ah! Ja! Cool! Hilfe! Oh Gott! Ich muss zum Wasser! Alter, ich muss zum Wasser! Oh Gott, ey, das wäre fast schief gegangen. Alter. Okay, sie färben uns echt um. Das kann gefährlich werden. Wenn wir einmal nicht aufpassen. Dann wären wir hier unten noch. Ah, interessant. Ich denke mal, die Boote zählen auch zum dem, was wir anmalen müssen. Oder ist hier unten irgendwas versteckt? Ey, das schreit so danach, dass hier irgendwas versteckt ist. Ne? Wenn hier jetzt nichts ist, ne? Außer natürlich diese seitlichen Minen, die wir nicht berühren sollten. Ey, hier ist nichts. Ja, yeah, das ist einfach nur die Liebe zum Detail. Das ist voll nett gemacht hier jetzt. Ach toll. Bin ich auch nur ins Wasser gefallen. Schade rum.
Aber trotzdem. Sieht schön aus hier, aber nicht unbedingt nötig. So, Leute. 20 Minuten sind auch schon wieder um. Im nächsten Part gucken wir uns an, was hinter dieser Brücke hier ist. Oder was auf dieser Brücke hier ist. Und ich würde es erstmal sagen, Leute, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu dem Blob Part Nummer 3. Im nächsten Part geht es hier an dieser Stelle weiter. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, Leute, danke fürs Reinschalten. Und... Masa la vista, Baby.